Programmstundenplan. Wir sind nämlich jetzt schon. Ja, wir haben eben noch auf dem Tablet gemalt und in der Grundschule Kinderquatsch gemacht und jetzt geht es schon ans Eingemachte. 12. Klasse, bitte die Prüfung. Herr Gemeiner, bitteschön. So, hat der Herr Gemeiner etwa aufgepasst und mitbekommen, dass wir eine Handball-Bundesliga-Spielerin dabei haben? Das habe ich wohl mitbekommen. Haben wir eine Handballprüfung? Wir machen eine Handballprüfung. Was machen wir denn? Wir machen ein 7-Meter-Schießen. Oh, richtig klassisch? Richtig klassisches 7-Meter-Schießen. Wow. Alle kommt mit. Diese Prüfung hat es in sich. So, Herr Gemeiner, Sie haben die Regeln im Kopf. Was machen wir? Also wir machen ein 7-Meter-Schießen. Ja. Jedes Team legt einen Torwart fest. Torwart ist fest. Ja. Die anderen drei schießen aufs Tor. Jedes Team hat 6 Schüsse. Wer am Schluss am meisten Treffer hat, gewinnt das Spiel. Boah. Bei Punktgleichheit gibt es ein Stechen. Ihr müsst einen Torwart festlegen und die anderen drei. Ich mach's. Ich opfer mich fürs Team. Faisal kann schon ins Tor. Natürlich. Und wer wirft bei euch als Erster? Habt ihr einen Torwart festgelegt? Ein Torwart festgelegt? Sie nannten mich die Mauer. Ja. Tara, Torwart, Job angeboten. Es geht um 20.000 Euro. Oh. 12. Klasse und jetzt ein Showdown im 7-Meter-Werfen zwischen Vips und Kids. Und jetzt wird's ernst. Tim nimmt Maß. Daneben. Ah, Wechsel. Kein Treffer. Einer von den Promis. Verkackst nicht. Nein. Tara geht ins Tor und Ralf Möller. Alter! Ralf Möller gegen Tara. Wow. Und da ist er! Tara hält! 0-0. Und jetzt kommt Hendrik gegen Faisal the Wall Kavusi. Und da ist er! Der erste Sitz! Das tut alles an dir. Halt die Klappe! Tara! Zurück ins Tor und Andrea Kaiser, also sie verdreht vielen Fußballern den Kopf, aber dreht sie diesen Ball jetzt auch rein? Einfach Volldampf. Ich werfe die Mädchen. Alles gut. Mach die Tara Augen auf zu. Die Linie. Mit hohen, hey. Augen zu. Nein, mit nein. Hohen Schuhen. Es bleibt beim 1-0. Zoe jetzt gegen Faisal Kavusi. Es steht 1-0. Und jetzt der Wurf gegen Faisal Kavusi. Ja. Immer noch 1-0 und jetzt kommt David Garrett. Vergeig's nicht. Komm, Junge! Oh. Durch die Beine. Durch die Beine. Haben wir da eine Slow-Mo? Nee, überhaupt nicht. 1-1. Tim. Ich muss ja noch einmal. Komm on, mach dich breit! Fertig! Da! Mit dem Knie, schade! Mit dem Knie, aber das Knie angehoben. So oben eine Marionette, den. Stell mich mal hier vorne, weil ich hab gleich Pfeife bekommen. Jetzt. Ralf Möller. Ja! Oh. Drin. 2-1. So, jetzt. Macht den Ausgleich. Die Promis liegen vorne. Komm on, Hendrik. Nein! Faisal hält den nächsten. Er hat in der Jugendfußballtorwart. Du warst Jugendfußballtorwart, ja. In der Jugend war er Fußballtorwart. Jetzt kommt der Joker, Andrea Kaiser. Das nenne ich Joker. Wenn die Vips jetzt treffen, wenn Andrea Kaiser jetzt trifft. Mach noch ein bisschen mehr Druck. Dann haben die Vips gewonnen. Andrea, kein Druck, aber verkack's nicht. Und geil, aber gut, Mann, gut. Sehr platziert. Und Tim muss treffen. Und Faisal. Okay, fertig. Nicht übertreten. Tim muss treffen, sonst geht der Punkt an. Und er trifft! 12 Punkte für Faisal Kavusi! Und die Vips! Tut mir leid. Tut mir leid für uns.
Was für eine Spannung, was für eine Dramatik. Ja, hier wird nichts geschenkt. Es ist ein Duell, wo alle gewinnen wollen. Es ist keine Show, wo man den Kids irgendwie den Vortritt lässt. Beide geben alles, aber das macht es so spannend. Es geht um 20.000 Euro und die VIPs waren hier einfach stärker. Faisal war ein grandioser Torwart und der Applaus und die Punkte gehen völlig zurecht auf euer Konto. Das ist der Punktestand. 47 zu 31. Ihr seid als Klasse zusammengewachsen. Wir hatten unsere Differenzen, aber am Ende können wir stolz auf das sein, was wir gemeinsam erreicht haben. Aber die vier, die stellen sich euch in den Weg. Die wollen verhindern, dass ihr 20.000 Euro gewinnt, denn die wollen 20.000 Euro für ihre Schule holen. Es sind die Schüler des Goethe-Gymnasiums in Dortmund.